Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dreger, das Problem sind nicht die Flüchtlinge. Das Problem ist Residenzpflicht, fehlende Sprachkurse, Asylbewerberleistungsgesetz und die ganzen Sondergesetze aus dem Jahr 1993, die Sie geschaffen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Geringerer als Papst Franziskus hat am Dienstag dieser Woche in Straßburg die Flüchtlingsverhinderungspolitik der EU scharf gegeißelt. Ich brauche zwar vor diesem Hohen Haus keinen göttlichen Beistand, möchte aber mit Erlaubnis, Herr Präsident, einen Satz dieser Rede zitieren. Es ist nicht hinnehmbar, dass das Mittelmeer zu einem Massenfriedhof wird. Das EU-Parlament hat mit großer Mehrheit der Rede des Papstes Beifall gezollt. Aber es gab keine Anzeichen an der Abschottung Europas gegenüber Schutz- und hilfesuchenden Menschen etwas zu ändern. Und in unserem Land, was machen die schwarz-roten Koalitionen? Auf Bundesebene verschärfen sie die noch übrig gebliebenen Teile des Grundrechts auf Asyl, um angebliche Schein- und Sozialhilfeflüchtlinge zu bekämpfen, mit Unterstützung übrigens eines grünen Ministerpräsidenten wohlgemerkt. In Sachsen verkündet Innenminister Markus Ulbi von der CDU die Schaffung spezieller Polizeieinheiten, die für straffällige Asylbewerber zuständig sein sollen. Die Große Koalition in Dresden macht rechte Forderungen damit salonfähig. Und dann tun Sie, meine Damen und Herren, von der CDU und der SPD überrascht. Wenn die sogenannten AfD Zulauf erhält und in Berlin Bürgerinnen und Bürger von Neonazis gegen die Flüchtlinge aufgehetzt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Wochen protestieren viele, sehr viele Rechtsextremisten gegen die Unterbringung von Menschen in unterschiedlichen Bezirken. Eine gemeinsame Erklärung der Landesvorsitzenden von allen Parteien dazu war wichtig. Genauso wichtig ist es, Kolleginnen und Kollegen, dass wir heute gemeinsam ein Zeichen gesetzt haben. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen auch herzlich bedanken. Diese gemeinsame Resolution ist aber auch notwendig. Wir müssen gemeinsam gegen die Rechten deutlich machen, dass wir die Hetze gegen Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, nicht hinnehmen werden. Wie am 22.11. in Marzahn müssen wir auch in den nächsten Wochen und Monaten in Buch, in Marzahn, in Treptow-Köpenick, aber auch in anderen Bezirken uns gemeinsam gegen die Nazis stellen und uns an den Gegenprotesten beteiligen. In unserer Entschließung steht auch noch mehr Gutes drin. Die Verantwortung Berlins gegenüber schutzsuchenden Menschen zum Beispiel. Von Solidarität, Akzeptanz und gegenseitigem Respekt ist die Rede. Das ist erfreulich. Weil aber die Koalition eine Debatte dazu verhindert hat, will ich an dieser Stelle sagen, wenn wir diese Entschließung ernst nehmen, dann muss sich in der Flüchtlingspolitik des Senats einiges ändern. Ja, so leicht kommen Sie mir nicht davon, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD und CDU. Die Flüchtlinge vom Oranienplatz werden von diesem Senat seit über einem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes verschaukelt. Der Senat hat die Vereinbarung nicht eingehalten. Er hat mit scheinjuristischen Mitteln versucht, sich aus seinen Verpflichtungen herauszuschleichen. Dabei waren sie sich auch nicht zu schade, ihre eigene Partei bzw. Senatskollegen vorzuführen. Und Frau Kollath hat sich das gefallen lassen. Wird wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe sein, Herr Lux. Offensichtlich ging es diesem Senat gar nicht darum, eine Lösung für die Flüchtlingssituation zu finden, sondern anscheinend darum, die Flüchtlinge über den Tisch zu ziehen.
Anders ist der Umgang mit diesen Menschen nicht zu erklären. Es müssen alle offenen Fragen von der Umverteilung bis zur Teilnahme an Deutschkursen geklärt werden. Der scheidende regierende Bürgermeister hat in dieser Frage nichts machen wollen. Vielleicht dürfen wir auf die Fraktionen hoffen, dass sie dem Antrag zustimmen und den Senat endlich zu einem respektvollen Umgang mit den Flüchtlingen vom Oranienplatz verpflichten. Die Flüchtlinge haben ein Recht auf menschenwürdige Unterbringung, heißt es in unserer gemeinsamen Entschließung. Ein merkwürdiges Verständnis von Menschenwürde ist das, wenn Flüchtlinge irgendwo am Stadtrand in schnell dahin gebauten Containern untergebracht werden sollen. Hinzu kommen aber auch die anderen Verfehlungen des Senats. Bei der Unterbringung die fehlende Kontrolle des Mindeststandards, die unzureichende soziale und psychologische Betreuung, die mangelnde schulische Betreuung der Kinder und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt Untätigkeit des Senats bei der Schaffung von Wohnungen für Flüchtlinge. Die Linksfraktion fordert seit langem, dass städtische und andere Wohnungsgesellschaften hier noch stärker einbezogen werden müssen. Wir fordern seit langem, dass der Senat sich um geeignete Immobilien aus den Beständen des Bundes kümmert und diese entsprechend einrichten soll. Das alles wurde versäumt, deshalb auch unser Antrag, der hier zur Abstimmung steht. Zum Schluss noch eine Sache, die mir besonders wichtig ist. Wir haben heute gemeinsam beschlossen, den Anwohnern und Anwohnern von Flüchtlingsunterkünften mit Respekt zu begegnen, mit Dialog und Akzeptanz. Das, was der Senat gerade mit seinen geplanten Containerdörfern macht, ist das genaue Gegenteil, meine Damen und Herren. Wir haben in den Bezirken gut funktionierende Willkommensinitiativen, zum Beispiel in Hellersdorf oder im Allendeviertel in Köpenick, wo sich engagierte Bürgerinnen und Bürger für die Flüchtlinge stark machen. Wenn der Senat jetzt ohne Einbeziehung der Bezirke und ohne Einbeziehung der Bürger vor Ort am Stadtrand neue Containerlager hochzieht, dann stößt er diese Menschen vor den Kopf. So kann man zivilgesellschaftliches Engagement ausbremsen, meine Damen und Herren. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn in einem Kiez die Stimmung kippt und die Rassisten an Fahrt gewinnen. Deshalb erwarte ich vom Senat gerade nach der heutigen Entschließung eine andere Politik. Nicht auch so gut gemeinte Resolutionen bringen uns weiter, sondern Änderungen der faktischen Politik und wirklich menschenwürdige Problemlösungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.